Wenn man bedenkt, die Moderne, der Kunstexpressionismus, der beginnt eigentlich erst 1905, 1906. Die Brücke hat sich 1905 gegründet. Sie ist da eben davor, sie ist in einem Zwischenzeit zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert und hat gleichzeitig ein Formempfinden entwickelt, das auf die Moderne, auf den Kubismus und andere Dinge vorausweist. Und das macht sie so bedeutsam für die Kunst, gerade die deutsche Kunst im 20. Jahrhundert. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie auch ihr eigenes Empfinden zum Ausdruck bringt, also nicht das wiedergeben, was sie sieht sozusagen, das hat sie natürlich gelernt, aber das ihr eigenes Empfinden, ihr eigenes Wissen in die Bilder mit hineinzubringen und gleichzeitig eine Vereinfachung der Formen, eine Übersteigerung der Formen, der Farben, etwas, was dem Expressionismus auszeichnet, das ihr aber auch sehr am Herzen lag und das sie bei den französischen Künstlern natürlich gefunden hat. Das Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag ist ein ganz wichtiges Bild in ihrem Werk. Es ist der erste Selbstakt der Kunstgeschichte, das können wir sagen. Sie hat sich als Halbakt dargestellt und dabei hat sie sich selbst ihrer Kunst vergewissert, ihrer Stellung auch vergewissert. Und deswegen ist es für ihr Werk wichtig, aber eben auch für die Kunstgeschichte.